Stelle will ich auch gar nicht viel weiter reden, sondern ich werde das Wort direkt an Herrn Axel Becker übergeben. Und ich wünsche allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen ein schönes und erfolgreiches Webinar. Also Axel, na, ich freue mich auf dich. Los geht's. Ja, vielen Dank, Anton. Mir würde es schon reichen, wenn ich fürs Webinar die wichtigste Person wäre. Ich brauche das nicht für den ganzen Tag zu sein. Aber danke für die Einleitung. Und bevor wir anfangen, möchte ich noch ein paar Hinweise geben. Einmal wird das Webinar natürlich aufgezeichnet und im Anschluss daran erhalten Sie noch ein paar Sachen, unter anderem eben auch einen Link zu der Aufzeichnung von dem heutigen oder jetzigen Webinar. Sie können jederzeit Fragen stellen über dieses Fragenmodul, was irgendwo an der Seite bei Ihnen am Bildschirm sein muss von der Webinar-Software. Der Anton wird die Sachen beantworten, die er so textlich beantworten kann. Alles andere sammelt er und das werden wir dann am Ende des ganzen Webinars machen. Wir haben, wie gesagt, noch eine Fragerunde und da werden wir dann auf die Fragen eingehen, wo man vielleicht was zeigen muss oder so. Wie Sie schon auch gemerkt haben, wird hier auch Deutsch gesprochen bei TechSmith. Also neben dem Anton und den Vertriebsleuten gibt es natürlich auch einen deutschsprachigen Support. Und es gibt auch deutschsprachige Trainingsanbieter, wie mich zum Beispiel. Wenn Sie zum Beispiel das noch ein bisschen vertieft lernen wollen, habe ich Mitte Juli, ist auf meiner Webseite auch, die Möglichkeit, nochmal an so einem Zwei-Tages-Wahrscheinlich-doch-Webinar teilzunehmen in heutigen Zeiten. So, dann haben wir den kleinen Einstieg ins Camtasia nur mal so als kleine historische Abhandlung, dass Camtasia sich immer mehr wegentwickelt hat von einem reinen Screencast-Programm in Richtung Video-Editor. Das heißt also, heutzutage kann man eben neben den normalen Bildschirmaufnahmen auch sein Kameramaterial einfügen, seine Audiodateien, Fotos etc. vom Smartphone zum Beispiel. Aber auch in den neueren Versionen kann man PDF-Dateien importieren und PowerPoint-Dateien importieren. Das heißt, man hat schon so die Möglichkeit, mit sehr vielen unterschiedlichen Medien auch im Camtasia zu arbeiten. Natürlich immer, dass man muss man die Rechte beachten an den Sachen. Man kann nicht einfach irgendein Musikstück natürlich nehmen. Ja, und dann steigen wir auch schon ein in die Demo. Ich werde relativ flott durch das Ganze durchgehen, weil Sie bekommen ja die Aufzeichnung. Wenn Sie irgendwas nicht mitbekommen, erstens können Sie nochmal fragen. Und zweitens wird es dann ja auch die Aufzeichnung geben, wo Sie sich das in Ruhe nochmal alles anschauen können. So. Wenn Sie Camtasia starten, dann sehen Sie hier ein kleines Vorschaltfenster. Dort können Sie mit einem neuen Projekt anfangen oder direkt eine Aufnahme des Bildschirms starten. Sie können ein altes Projekt öffnen beziehungsweise hier an der Seite Ihre alten Projekte entsprechend nochmal aufmachen. Es gibt neu in Camtasia 2020 hier die sogenannten Vorlagen. Das kann ich einmal hier drüber starten oder ich klicke hier auf Neu aus Vorlage. Für die Komplettanfänger einfach noch der Hinweis, hier gibt es noch einen Link oder Links zu mehreren Tutorials, die man sich einfach mal auch nochmal gut angucken kann, wo nochmal viele Sachen einfach erklärt werden. Wir fangen also an mit Neu aus Vorlage. Das springt immer auf den falschen Bildschirm leider, aber dann öffnet sich dieser Vorlagenmanager. Da ist jetzt standardmäßig nur eine Vorlage drin. Es gibt aber die Möglichkeit, über diese Schaltfläche hier noch weitere Vorlagen herunterzuladen. Da geht auch auf dem anderen Bildschirm hier dann der Browser auf. Und dann haben Sie hier die Möglichkeit, noch kostenlose Materialien runterzuladen oder auch Bezahlmaterialien, das geht dann über so ein Jahresabo, wo man die Sachen runterladen kann. Die kostenlosen Sachen können Sie natürlich eben einfach auch frei verwenden. Dann machen Sie hier einen Doppelklick drauf und jetzt startet der Camtasia Editor im Hintergrund. Auch das auf dem falschen Bildschirm, warum auch immer. Und wir haben jetzt hier unser Camtasia gestartet. Schon mit Inhalt, obwohl wir noch gar nichts erstellt oder importiert haben. Dazu komme ich aber entsprechend gleich.
Als erstes möchte ich Ihnen sozusagen mal grob die Oberfläche vorstellen. Wir haben hier links im linken Bereich des Programms haben wir die sogenannten Werkzeuge. Diese Werkzeuge kann man dann hier entsprechend an der Seite umschalten. Und wenn man eine kleinere Bildschirmauflösung hat, dann kann man hier auf Mehr klicken und dann kommen hier noch weitere Werkzeuge für die Bearbeitung. Dann haben wir hier oben in der Mitte haben wir das Vorschaufenster bzw. die Leinwand. Alles können wir hier oder die im Prinzip alle Elemente, die wir in unserem Video verwenden, können wir hier oben dann bearbeiten, also Größe ändern, verschieben etc. pp. Auch für Animationen brauchen wir das später dann. Und im rechten Bereich haben wir die sogenannten Eigenschaften. Wenn ich ein Element auf der Timeline hier unten auswähle, kommen wir gleich zu, dann bekomme ich hier rechts im Eigenschaftenbereich, kann ich die Feineinstellungen vornehmen. Das heißt, dort kann ich das Feintuning machen, wie Farben einstellen, Texte ändern etc. pp. Alles sowas, was man mit den einzelnen Elementen noch machen muss. Und hier unten, im großen Bereich hier unten, ist die sogenannte Timeline. Alle Elemente, die im Video später zu sehen sein sollen, müssen in die Timeline. Und alles, was unterhalb dieser Linie ist, ist im gleichen Moment sichtbar. Wir haben hier an der Seite, sehen Sie hier vielleicht, haben wir so ein paar Spuren. Da kommen wir gleich auch natürlich zu. Wenn ich zum Beispiel ganz einfach mal eine Anmerkung hier an dieser Stelle auf mein Video ziehe, dann deckt diese Anmerkung, also dieser Pfeil, deckt das darunterliegende Video ab, weil es in der Spur darüber liegt. Wir haben hier unten eine Spur, die ist benannt worden als Videospur und hier oben die Spur heißt dann einfach nur Spur 2. Wir können das hier benennen, muss man aber nicht unbedingt machen, um richtig arbeiten zu können. Und dann können wir mit solchen Elementen entsprechend arbeiten. Ich lösche das nochmal weg mit Entfernen einfach. Was eben in dieser Vorlage schon bereits drin ist, hier ist vorne automatisch ein Intro eingefügt. Dann gibt es hier einen großen Platzhalter. Und am Ende gibt es ein Outro, also eine Art Abspann nochmal. Und die unterscheiden sich hier nicht so groß, da man kann da auch völlig unterschiedliche Sachen nehmen, das ist aber erstmal egal. Und hier in der Mitte, wie gesagt, gibt es einen Platzhalter. Und wir werden dann jetzt gleich eine Aufnahme machen und werden diese Aufnahme oder mit dieser Aufnahme diesen Platzhalter entsprechend mit Leben füllen. Generell, wenn Sie mit Camtasia arbeiten und Lernvideos oder Tutorialvideos oder was auch immer erstellen, haben Sie im Prinzip vier Phasen oder vier Stadien, die so ein Video durchläuft. Das erste ist die Aufnahme, das zweite ist dann die Bearbeitung, das dritte die Produktion, also das Umwandeln in ein Format, was alle verstehen, und das vierte dann die Verteilung, das heißt, wo Sie das Video hochladen, ob auf YouTube oder in Ihr Learning Management System oder einfach auf Ihre Webseite oder was auch immer. Dazu kommt natürlich noch eine weitere Phase, die man auch nicht unterschätzen sollte. Das ist die Erstellung von einem Skript. Und ich habe hier ein Skript erstellt. So, was ich auch gleich mal entsprechend aufnehmen und einstellen werde. So ein Skript kann man sich ganz einfach als Tabelle in einer Textbearbeitung erstellen. Man hat dann in der linken Spalte hier hat man das sogenannte Storyboard. Da kommen halt später Bearbeitungsinformationen rein. Da können aber auch Sachen drinstehen, wie quasi in einem Drehbuch. Öffnen Sie die und die Beispieldatei und so weiter. Oder wenn Sie bestimmte Sachen ändern, dann ändern Sie das in diese Richtung und so weiter. Also da kann man noch ein paar mehr Anleitungen reinschreiben. Das ist quasi dafür da, wenn Sie in der Gruppe zum Beispiel arbeiten oder für sich selbst oder dieses Skript jemand schicken möchten, damit er auch weiß, was später im Video abläuft. Oftmals ist es diesen reinen Text hier,
diesen reinen Text hier, den man einspricht, zu verstehen, ohne das Bild dazu zu sehen, ist manchmal nicht so einfach, weil man hier dann im Video zum Beispiel sagt, klicken Sie links oben auf das Menü und dann, ja, wo denn und so weiter. Und das wird dann erst mit Leben gefüllt, wenn beides zusammenkommt, Bild und Ton. Und das ist, wie gesagt, die rechte Spalte, der gesprochene Kommentar. Das ist das, was man wirklich einspricht oder einliest. Da sollten Sie ein bisschen üben. Das heißt, wenn Sie selber einen Text einsprechen, sollten Sie den mindestens 3-mal laut vorlesen. Also so laut, dass Sie vielleicht die Kollegen nicht stören, aber vom Prinzip her, damit Sie ein Gefühl für den Text kriegen, auch wissen, wo die Stolperfallen sind und so weiter. Das ist vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, dass man lockerer das Ganze einspricht. Außerdem kann man, wenn man locker einspricht, auch ein bisschen mehr an der Betonung feilen, damit das ein bisschen natürlicher klingt und nicht so sehr gestelzt. Gut. Das Teil schiebe ich mir mal auf meinen zweiten Bildschirm. Das brauche ich, möchte ich ja nicht aufnehmen, sondern ich möchte eine leere Word-Datei aufnehmen. Einfach eine leere, und ich möchte da dann nur den Seitenrand ändern und die Ausrichtung ändern. Also nur ganz kleine Sachen, damit wir nicht so viel Zeit mit der Aufnahme verschwenden. Ich mache mir mal ein bisschen Dummy-Text hier rein, damit wir auch die Auswirkungen nachher entsprechend sehen. Im Camtasia selber kann ich jetzt die Aufnahme starten, indem ich hier auf Aufnahme klicke. Der Rekorder, der hier dann gestartet wird, ich mache das mal, starte das mal. Camtasia minimiert sich dann automatisch und wir sehen, der Rekorder ist jetzt hier, ja, es ist nicht so ganz gut zu sehen. Augenblick, ich mache das mal ein bisschen kleiner. Dieser weiße Bereich oder helle Bereich würde jetzt aufgenommen werden. Ich möchte aber den ganzen Bildschirm aufnehmen. Deshalb, Moment, klicke ich hier, habe ich hier auf Vollbild geklickt. Vorher war das diese Aufnahmegröße. Also ich kann freie Größen nehmen. Ich kann vordefinierte Standardgrößen nehmen. Ich nehme hier im Vollbild auf. Sie sehen auch schon, ich habe mein Bildschirm ein bisschen runtergedreht von der Auflösung, damit die Übertragung nicht so viel Bandbreite frisst. So, und dann nehme ich hier dieses Vollbild auf. Der Rekorder springt dann immer automatisch aus dem Bild raus. Und hier kann ich im Rekorder, das ist der neue 2020-Rekorder, habe ich jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Ich könnte, wenn eine Webcam angeschlossen wäre, noch zusätzlich eine Webcam aufnehmen. Dann hätte ich in meiner Aufnahme unten rechts in der Ecke nochmal als eigene Spur später mein Gesicht, wie ich einspreche. Ich habe hier aber keine Webcam angeschlossen. Dann kann ich das Mikrofon aufnehmen. Das ist das Mikro, was hier jetzt angeschlossen ist über so eine externe Soundkarte. Und ich kann hier das Systemaudio aufnehmen. So, das Systemaudio bedeutet, wenn zum Beispiel ich eine Präsentation habe und da sind Klänge drin, irgendwelche Sounds, oder da ist auch ein Video drin mit Ton, dann wird der Ton mit aufgenommen. Was ich jetzt auch machen kann, das ist neu in 2020, ich kann das Bild wegschalten. Das heißt, ich nehme das Bild nicht auf. Jetzt würde ich nur den Ton einsprechen. Das ist sehr praktisch. Früher ging das nicht. Da musste immer Bild dazu sein und da musste man das ein bisschen umständlich löschen. Und das geht jetzt auch separat. Das heißt, ich kann alle diese Sachen hier separat aufnehmen. Ich kann auch nur die Webcam aufnehmen mit meinem Mikro und so weiter. Das ist mittlerweile eine sehr schöne Sache. Aber ich will ja jetzt den Bildschirm mit aufnehmen. Und wenn ich dann jetzt auf Aufnahme klicke, dann startet die Aufnahme mit so einem kleinen Countdown. Wichtig, dass Sie wirklich hier in der Liste kontrollieren, welches Mikrofon Sie verwenden. Insbesondere bei Laptops passiert es sehr gerne, dass das Standardmikrofon das eingebaute Mikrofon im Laptop ist. Und das ist von der Qualität, ich will es mal nett formulieren, überschaubar gut, um nicht zu sagen miserabel meistens, weil das auch sehr viele Umgebungsgeräusche mit aufnimmt und einfach von der Qualität vielleicht ausreicht, um mal mit der Familie zu chatten, aber nicht, um wirklich hochqualitative Aufnahmen zu machen. Und das ist halt später dann einfach auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen,
hört sich nicht so gut an. Ein Hinweis noch, wenn ich jetzt aufnehme, ich nehme ja Ton und Bild auf, wenn ich das danach bearbeite im Camtasia, dann hören Sie meine Audiospur leider nicht. Das überträgt die Webinar-Software nicht gleichzeitig mit dem Mikrosound. Das heißt, Sie sehen aber dann entsprechend, wo das Audio ist und was ich dann entsprechend auch bearbeite. Vielleicht noch bei der Aufnahme noch ein paar Hinweise, auch bevor wir wirklich starten. Und zwar zwei wichtige Tastenkürzel. Das erste Tastenkürzel ist die Taste F9. Mit F9 pausiere ich die Aufnahme. Das heißt, die Aufnahme hält an. Und wenn ich nochmal F9 drücke, wird die Aufnahme fortgesetzt. Der Vorteil davon ist, der Mauszeiger springt wieder an die Stelle, falls Sie die Maus zwischendurch bewegt haben. Und in der Aufnahme später merken Sie gar nicht, dass da eine Pause war. Warum macht man Pausen? Das kann viele Gründe haben. Sie nehmen gerade ein längeres Video auf und wollen mal zwischendurch einen Schluck trinken oder es klingelt an der Tür und Sie müssen eine Pause machen oder der Kollege kommt rein und hat Ihnen den eingesprochenen Satz gerade damit versaut, weil Sie die Tür hören. Also sowas, dafür gibt es gute Gründe und dann fängt man neu an. Das zweite Tastenkürzel ist F10. F10 beendet die Aufnahme. Und das hat den Vorteil, dass ich normalerweise, mein Rekorder ist ja nachher hier außerhalb. Und wenn ich jetzt hier Sachen mache, müsste ich ansonsten rausfahren aus dem Fenster und auf dem Rekorder hier wieder auf diese Schaltfläche drücken. Und das ist natürlich ein bisschen nervig, weil dann müssen Sie extra aus dem Bildschirm raus, dann fragen sich die Zuseher, was macht ihr denn da und so weiter. Deshalb einfach F10 drücken. F10 beendet die Aufnahme und die Aufnahme wird dann in Ihrem Dokumente-Ordner entsprechend abgespeichert. Das heißt, Sie müssen sich darum gar nichts kümmern. Das gibt einen Dokumente-Ordner. Der Dokumente-Ordner heißt irgendwie Dokumente Camtasia, genau. Und da sind die Sachen dann entsprechend drin. So, dann starte ich jetzt die Aufnahme. Vielleicht auch noch da ein Hinweis. Trinken Sie mal einen Schluck Wasser vorher. Das wird Ihre Stimme ein bisschen ölen. Ich schalte gleich mal das Mikro ab, damit Sie das nicht alle so laut hören. So, Mikro wieder an, Schluck Wasser getrunken und dann können wir aufnehmen. Falls Sie einen Sprachfehler machen, also einen Fehler einlesen, mache ich das immer so, dass ich dreimal ganz leicht auf das Mikrofon haue. Das mache ich jetzt nicht, weil Sie da gerade zuhören. Das gibt dann ein ziemlich unangenehmes Geräusch im Ohr. Aber so sehe ich später sehr einfach die Fehlerquelle oder den Fehlerzeitpunkt und kann ihn sehr einfach löschen. Gut, dann fangen wir mal an. Willkommen zu diesem Tutorial. Ich werde zeigen, wie Sie das Word-Dokument für das Projekt TSC 747 richtig einrichten können. Fangen wir mit einem neuen Dokument an. Nun muss das Layout angepasst werden. Klicken Sie zuerst auf den Reiter Layout. Die Seitenränder müssen schmal sein. Öffnen Sie das Dropdown-Menü und wählen Sie die dritte Option von oben. Sehr gut. Als nächstes ändern wir die Ausrichtung. Sie finden das entsprechende Dropdown-Menü ebenfalls im Reiter Layout. Setzen Sie die Ausrichtung auf Querformat. Das Dokument ist jetzt für Projekt TSC 747 korrekt eingerichtet. Bitte schauen Sie sich die anderen Anleitungsvideos an, um die nächsten Schritte Ihrer Aufgaben zu lernen. So, jetzt habe ich F10 gedrückt. Im Hintergrund ist in mein Camtasia in die Clip-Auswahl diese Aufnahme importiert worden. Das macht das Camtasia automatisch am Ende der Aufnahme, also nach dem Speichern. Die Aufnahme, wie gesagt, kriegt hier so einen Zeitstempel. Wenn ich heute noch mehrere Aufnahmen mache, werde die hinten durchnummeriert. Und diese Aufnahme schaue ich mir jetzt als erstes an. Das kann ich ganz einfach machen mit einem Doppelklick. Bekomme ich hier eine Vorschau des Ganzen
Und weil mir das sonst zu lange dauert, ziehe ich hier mal an meinem Abspielkopf ein bisschen, um zu gucken, ob alles richtig ist. Ja, Layout, ja, das ist gut, schmal, richtig. Dann geht es weiter. Querformat, auch richtig. Wunderbar. Scheint richtig zu sein. Ich selber habe bei der Aufnahme gemerkt, dass ich im letzten Satz hatte ich so einen kleinen Stocker drin. Also da habe ich mal kurz angehalten. Wenn Sie merken, dass Sie jetzt hier einen groben Fehler haben oder beziehungsweise sich das mit Ton anhören und merken, Sie haben sich versprochen, nehmen Sie einfach alles nochmal auf. Die Aufnahme ist, hier sehen Sie, die Zeit ist 1 Minute 9 Sekunden. Das geht viel schneller, als wenn Sie jetzt Teile neu aufnehmen, die dann einbauen und ändern und so weiter. Machen Sie das lieber so, dass Sie die Komplettaufnahme nochmal machen, sofern es geht. Gut, die Aufnahme hat mir gefallen. Jetzt kann ich die Aufnahme theoretisch einfach auf meine Timeline ziehen und dann liegt die da. Aber ich möchte ja, oder ich habe ja mein Video von einer Vorlage erstellt und deshalb lösche ich das nochmal, einfach markieren und entfernen drücken und ziehe diese Aufnahme jetzt auf den Platzhalter hier unten. Und wenn der Platzhalter grün leuchtet, dann lasse ich die Maus los und bekomme jetzt ein paar Optionen. Und der Klassiker oder was man in den allermeisten Fällen machen wird, ist ersetzen und Lücke schließen. Das bedeutet, das ganze Video wird jetzt hier in der Dauer, in der ich aufgenommen habe, eingefügt und das Outro rechts wird einfach nach hinten geschoben an das Ende von meiner jetzigen Aufnahme. Ich kann da auch noch das vom Anfang ersetzen, dann wird das Video aber am Ende des Platzhalters abgeschnitten und so. Das möchte ich nicht. Und Clipgeschwindigkeit würde bedeuten, dass meine 1,09 Minuten hier in diesen 40 oder 45 Sekunden Platzhalter reinkommen und dann hört sich meine Stimme an wie Mickey Maus, das will ich auch nicht. Also, wir gehen auf Ersetzen und Lücke schließen und dann wird jetzt dieses Video hier eingefügt. Sie sehen, das geht jetzt hier hinten weiter, das heißt, ich muss jetzt hier nach hinten scrollen, um das zu sehen, aber der Übergang zum Outro ist erhalten geblieben, wunderbar. So. Jetzt passe ich das mal wieder an, damit ich alles sehe. Und jetzt kann ich anfangen, mein Video entsprechend zu bearbeiten. Diese Vorlage ist übrigens im Full-HD-Format. Das hat das habe ich aber gerade umgestellt. Ich mache das mal der Einfachheit halber, ziehe ich das hier einfach ein bisschen größer und kann dann entsprechend hier wieder im Vollbildmodus arbeiten. Sie sehen, beim Platzhalter sind auch die Übergangseffekte erhalten geblieben am Anfang und am Ende. Das heißt, wenn Sie regelmäßig solche Videos machen, vorne Intro, hinten Outro, in der Mitte irgendwelche Erklärungen, können Sie jetzt ganz einfach sich so einen Platzhalter auch selber erstellen zum Beispiel. Das geht wunderbar und sich so eine eigene Projekthülle zusammenstellen und dann sehen Ihre Videos entsprechend immer gleich aus. Was wir jetzt machen möchten, was ich bis jetzt gemacht habe, hier ist einmal dieses sogenannte Scrubben. Das ist, wenn ich einfach schnell durch mein Video durchlaufe nochmal, um entsprechende Stellen zu finden, wo sich was tut. Entschuldigung, ich muss nochmal einen Schluck Wasser trinken. So, das ist das sogenannte Scrubben. Dann kann ich hier hinten meine Elemente. Man sieht, wenn ich mit der Maus hier über meinen Platzhalter fahre, kann ich hier hinten Elemente verkürzen. Ich habe ja hier keine Sprache mehr, deshalb kann ich das Video hier ein bisschen abkürzen an der Stelle. Und diesen Vorgang nennt man Trimmen. Ja. Und hier vorne kann ich das Gleiche machen. Und wenn ich das mache, achten Sie mal auf den rechten Rand, also hier auf diese Stelle. Und ich ziehe hier einfach dran und das wird einfach rangezogen. Das ist auch eine Neuerung im Camtasia 2020. Das nennt sich magnetische Spur. Und die ist hier vorne über dieses Magnetsymbol an- und auszuschalten. Wenn ich das ausschalte, dann kann ich hier Elemente auf der Timeline frei positionieren. Allerdings habe ich dann hier im Video eine schwarze Lücke. Und das passiert manchmal und ist ärgerlich. Wenn das nur so ein, zwei Bildchen sind, dann gibt es so einen schwarzen Blitzer. Um das zu vermeiden, schalte ich das an und dann werden alle Elemente auf dieser Spur werden sozusagen, wenn ich die verschiebe, werden die wieder angedockt an das andere
Folie-Element, sodass Sie da keine Lücken auf der Timeline haben. Das ist auch eine sehr schöne, tolle Neuerung. Was mir nicht gefällt, ist die Darstellung dieser Audiospur. Das ist eine der wenigen Standardeinstellungen, die ich im Prinzip gleich ändere nach der Installation. Und dann können Sie auch mal sehen, wo die Optionen sind. Sie finden die unter Bearbeiten Optionen. Und da stelle ich diese gespiegelte Wellenform an. Für die Mac-User gibt es das leider nicht. Und dann sieht die Audioform so aus. Wenn ich jetzt Sachen bearbeiten möchte, im Audio kann ich hier vorne meine Spur auch so ein bisschen erhöhen. Dann sehe ich mein Audio ein bisschen besser. Und ich hatte hier an dieser Stelle, hatte ich so ein eingeführt oder eingefügt. Und das kann ich jetzt ganz einfach, indem ich das markiere, hier einfach erstmal auswählen und dann über dieses Scheren-Symbol oder Steuerung X beziehungsweise über Steuerung Rückschritt-Taste einfach löschen. Dann wird der Teil rausgeschnitten und Sie sehen, hier ist so eine Markierung, sieht so ein bisschen aus wie ein Reißverschluss. Das ist die sogenannte Heftung. Das heißt, das wird gleich wieder zusammengeheftet entsprechend. Dann habe ich das gemacht und jetzt mache ich oder kümmere ich mich um andere Sachen. An einer Stelle hier, wo mein Mauszeiger hier irgendwo losging und ich kann ja mal, ups, nein, das war falsch. So, der Mauszeiger war eben gar nicht zu sehen. So, ich mache den mal ein bisschen größer, damit man ihn sieht. An einer Stelle hier habe ich ganz schön gewackelt mit der Maus. Ne? So, hier habe ich ganz schön gewackelt. Das wäre früher sehr lästig gewesen. Heutzutage gibt es dafür eine ganz einfache Möglichkeit. In den Cursor-Effekten kann ich den Cursor ausgleichen. Das ist das Erste, was ich immer mache. Das ziehe ich hier einfach per Drag and Drop auf meine Aufnahme. Und wenn ich mir jetzt diese Stelle angucke, dann geht der Mauszeiger zack gerade nach oben. Das ist also wirklich eine super Neuerung. Ich muss also bei der Aufnahme selber nicht mehr so unheimlich darauf achten, dass das Ganze exakt vom Mauszeiger gemacht wird. So, skalieren muss ja wenigstens 100% sein hier. So, alles klar. Dann möchte ich jetzt an der Stelle, wo das erste Mal dieses Menü aufgeht, also hier an dieser Stelle, wo ich auf den Seitenrand klicke, da möchte ich hier einen Pfeil einbauen, der auf diese Auswahl schmal zeigen soll. Dazu gehe ich eben einfach in die sogenannten Anmerkungen, nehme mir einen Pfeil, ziehe den per Drag and Drop auf meine Timeline und jetzt ja, wird er direkt in dieser zeitlichen Position hier eingefügt. Jetzt zeigt er natürlich in die falsche Richtung und ist mir ein bisschen groß und ich möchte den Text und die Farbe ändern. Textänderung, ganz einfach Doppelklick, dann einen entsprechenden Text einschreiben, möglichst nicht vertippen. Die Größe kann ich hier über diese Eckpunkte ändern, wie auch immer. Und neben dem Mittelanfasser, mit dem ich das Teil verschieben kann, gibt es noch einen zweiten Punkt, das ist der Drehpunkt. Und den drehe ich. Ich lasse den Pfeil dann so ein bisschen schräg stehen bei mir und positioniere ihn hier an die Stelle, wo das Wort schmal halt steht. Und wenn ich mir das dann angucke, dann kommt halt dieses Menü, dann ist der Pfeil und hier ist das Menü aber schon weg und das ist mir zu schnell. Das heißt, ich möchte hier, dass der Pfeil noch ein bisschen angezeigt wird. Und dazu kann ich ganz einfach hier mein Video auswählen und kann über Frame erweitern, mir hier einfach ein paar Sekunden Standbild einfügen. Natürlich muss ich darauf achten, dass hier unten kein Ton ist. Aber an der Stelle füge ich jetzt einfach ein Standbild ein und wenn ich mir das angucke, dann kommt mein Pfeil, dann bleibt mein Menü dort stehen und dann ist der Pfeil weg und danach das Menü. Das klappt schon mal sehr gut, aber wie gesagt, die Farbe gefällt mir noch nicht. Und dazu gehe ich in den rechten Bereich hier, in den Bereich dieser Eigenschaften und kann jetzt hier einfach eine Farbe verwenden. Ich habe hier ein vordefiniertes Schema bei mir, dafür kann ich eine Farbe nehmen. Ich kann aber auch einfach eine Farbe aus dem Bild wählen. Dann kriege ich die Pipette und nehme hier einfach aus meiner Word-Titelzeile, nehme ich einfach dieses Blau und habe dann dort entsprechend einen passenden Pfeil
oder wenn ich das nicht mag, nehme ich eine andere Farbe. Schema Axel, ist auch ganz, ja. Ganz kurze Frage von einem Anwender, ob man diese Pfeile auch transparent gestalten kann. Und weil du gerade da bist, würdest du kurz zeigen, wo der transparent Schieberegler ist, wenn der so 50% durchscheinen soll. Danke. Ja, der Schieberegler heißt Deckkraft und ist genau auch hier in den Eigenschaften. Und wenn ich den runterregle, dann sieht man, wird er auch ein bisschen transparent. Wobei 50% ist meistens zu viel. Man muss eher dann so in Richtung 70-80% gehen, damit man die Schrift auch gut lesen kann. Aber das ist immer, egal welches Element, befindet sich das immer hier in den Eigenschaften in einem von den drei Registern, in dem Fall hier, wo die Farbe einstellbar ist. Gut. Super, danke schön. Jo. Dann wollte ich gerade sagen, dieser Pfeil ist jetzt in der Farbe eingestellt, wie ich ihn jetzt erstmal mag. Ich kann relativ einfach hier über Schema auswählen, auch andere Farben zuweisen. Ich habe hier zum Beispiel meine eigenen Farben von Camtasia Training oder von meiner Agentur. Sie sehen, da ändert sich auch die Schrift gleich noch. Von einem Kunden habe ich hier ein paar Farben. Und ich kann selber auch ein Schema verwalten und damit ein eigenes Schema anlegen. Das geht relativ einfach, indem ich hier einfach auf Plus klicke und sage dann, gebe dem Schema einen Namen und dann kriege ich hier so meine Beispielfarben und kann jetzt hier relativ einfach Farben anpassen. Ich sehe hier im rechten Bereich, was das für Auswirkungen hat. Also den Text will ich weiß lassen, das ist okay. Und ich möchte aber statt diesem hellen Grün hier, möchte ich jetzt eine andere Farbe haben. Nehme ich zum Beispiel mein Blau hier. So, dann habe ich die Farbe schon mal eingestellt und hier unten wähle ich jetzt einfach noch einen helleren und einen dunkleren Grauton, dann passt das auch ganz gut. Kann hier noch die Schriftart ändern. Ich nehme mal eine ganz, ganz deutlich andere Schrift, damit Sie den Unterschied auch sehen direkt hier. Constantia zum Beispiel, sehen Sie, ist anders. Ich könnte auch noch ein Logo anpassen. Ich habe hier an einer Stelle ein Logo von dieser fiktiven Firma. So, da könnte ich jetzt, hätte ich auch die Farben so anpassen können. Ich habe das jetzt aber freihand gemacht und klicke dann auf Speichern und kann jetzt einfach hier meine Webinar-Farben auswählen. Ja, der Unterschied ist jetzt nicht so groß, weil es auch blau ist, aber vom Prinzip her Webinar, zack, und habe dann auch die Schrift angepasst und so weiter. Das ist eine sehr, sehr schöne und interessante Sache. So, jetzt habe ich die Sachen angepasst oder diesen Pfeil angepasst. Jetzt möchte ich hier hinten noch ein zweites, haben wir noch Zeit, die Zeit rennt. Hier hinten möchte ich noch das mit einem zweiten Element machen. Dazu nehme ich hier so ein animiertes Callout und nehme das einfach so und passe die Größe hier an. Im Moment ist das noch durchsichtig, aber Sie werden gleich sehen, wenn ich das abspiele, zack, dann wird das auch von der so als Umrandung quasi gezeichnet hier. Und auch hier benötige ich an der Stelle hier nochmal ein Standbild. Auch da muss ich darauf achten, dass es keine Sprache an der Stelle gibt. Das könnte ich aber auch sonst entsprechend anpassen. Und dann gucke ich hinten, ob mein Callout weg ist, meine Zeichnung weg ist, wenn das Menü wegklappt. Jawohl, ist es. So, das gefällt mir aber leider immer noch nicht ganz, weil ich habe hier, die erscheinen so schlagartig. Und dann gehe ich einfach in meinen Bereich Übergangseffekte und wähle mir hier die Blende und ziehe die einfach per Drag and Drop hier mitten auf meinen Pfeil. Und hier hinten ziehe ich sie nicht mitten auf das Element, sondern ans Ende. Und dann wird das nur am Ende dieser Übergangseffekt zugewiesen, weil vorne wird das Element ja gezeichnet. Und dann gucke ich mir das nochmal an und finde das schon mal ganz gut, wie das so entsprechend aussieht, halt ein bisschen weicher. Das nächste, was ich möchte, ich bin ja mit all meinen Arbeitsschritten immer hier in meinem Video in der linken oberen Ecke quasi. Also viel mehr passiert ja da nicht als links oben. Und deshalb möchte ich zumindest für diesen Bereich hier
wo dieses erste Menü kommt, möchte ich an die ganze Szenerie ein bisschen näher ranzoomen. Dazu muss ich aber, bevor ich das mache, diese Elemente, diese drei Elemente zu einer Gruppe zusammenfassen, damit ich die gesamte Gruppe zoome. Wenn ich das nicht machen würde, sondern nur das Video zoomen würde, müsste ich den Pfeil und das Rechteck neu anpassen. Das ist bei zwei Anmerkungen nicht so ein Problem, aber wenn ich schon 20, 30 Anmerkungen habe, dann nervt das. Deshalb mache ich eine Gruppe daraus, klicke hier einfach rechts, sage Gruppieren und kann jetzt diese Gruppe ganz einfach über den Punkt Animation Zoom hier in der Größe anpassen. Das heißt, ich zoome einfach dicht daran, indem ich hier diese gegenüberliegende Ecke anpasse. Das soll auch nur so ein kleines Stückchen sein hier, das reicht mir. Gucke mir das an, wie es aussieht. Ja, wunderbar. Gucke, ob mein Menü noch ganz sichtbar ist und dann nicht so abgeschnitten. Perfekt, wunderbar. Und Sie sehen, der Pfeil ist auch immer noch an der richtigen Stelle. Und wenn der Pfeil hier weg ist, dann zoome ich auch ganz entspannt hier wieder raus, gehe einfach hier auf Größe anpassen und schiebe den Pfeil hier noch ein bisschen hier unten lang, dass das ein Pfeil ist, sieht man, wenn man etwas das vergrößert, schiebe den hier noch ein bisschen hin und her und dann, zack, zoome ich wieder raus, ganz einfach. Die Länge dieses Pfeils bestimmt übrigens die Geschwindigkeit der Animation, das heißt, standardmäßig sind die immer eine Sekunde lang. Wenn ich den lang ziehe, ist die Animation langsamer. Wenn ich ihn schnell ziehe, ist sie deutlich schneller entsprechend. Gut, dann haben wir unser Video im Prinzip soweit fertig. Ich habe allerdings noch die Möglichkeit, wenn ich mit bestimmten Elementen arbeite, zum Beispiel hier mit diesem Rechteck, wenn mir das gut gefällt, gibt es hier neu ein Plus und das kann ich dann zu meinem Profil hinzufügen. Das heißt, ich habe dann hier bei den ganzen animierten Rechtecken habe ich jetzt hier noch ein neues Rechteck. Wobei, das werde ich gleich nochmal weglöschen, indem ich das hier mit dem Rechtsklick lösche. Ups, Moment, ich habe es auf der Timeline aus Versehen gelöscht. So, ich will das natürlich vorher einstellen auf meine entsprechenden Farben. Das heißt, ich wähle auch hier so einen Blauton aus und mache das mal ein bisschen dicker, damit man da auch einen Unterschied sieht. So, dann ist das hier doch deutlich anders. Und jetzt kann ich das zu meinem Profil quasi hinzufügen. Und jetzt sieht man auch, habe ich im Prinzip gleich so ein blaues Rechteck hier und kann das ganz einfach hier auf meine Timeline ziehen, an irgendeine Stelle. Und dann habe ich halt da auch entsprechend so ein Rechteck. Das ist sehr, sehr praktisch. Was Sie vielleicht auch gesehen haben, ist, wenn ich hier über die Elemente rüberfahre, ist hier so ein Sternchen. Und wenn ich auf diesen Stern klicke, wird dieses Element zu meinen Favoriten hinzugefügt. Also hier in diese Favoritenliste. Und da kann ich auch zum Beispiel meinen Lieblingsübergangseffekt einfügen. Und ich kann, wenn ich mit Animationen arbeite, meine Lieblingsanimation hinzufügen. Und auch noch andere Elemente, die ich hier öfter benutze, zum Beispiel diesen Scheinwerfereffekt. Und dann habe ich alles in einer Liste hier in meinen Favoriten, kann die noch aufteilen auf unterschiedliche Unterebenen und muss eigentlich diese Werkzeuge zum Großteil gar nicht mehr benutzen. Hier Cursor-Effekte packe ich auch dazu. Das ist ein riesen Zeitvorteil. So, als letztes bearbeite ich noch dieses Intro. Dazu kann ich sagen, auch diese Intros kann man über ein eigenes Schema relativ schnell anpassen. Ich wähle mal an der Stelle, wo das Logo zu sehen ist. Hier ist das Logo und der Text und so weiter. Achten Sie mal darauf. Jetzt wähle ich mein vorgefertigtes Schema und dann sieht das alles komplett anders aus. Ich kann hier rechts dann den Text entsprechend anpassen und beim Outro funktioniert das Ganze ganz genauso. Auch da, ich muss es auswählen, wähle ich einfach mein Schema und passe dann den Text entsprechend hier hinten an. Wenn mir dieses Intro nicht gefällt, ist es kein Problem. In der Bibliothek, die wir haben, die mitgeliefert wird, die Camtasia 2020 Bibliothek, gibt es noch einige Intros, die man verwenden kann. Hier, die kann man dann in der Liste sich angucken. Oder auch das, wenn wir hier draufklicken, auf der Webseite gibt es neben diesen
Vorlagen, die wir vorhin schon gesehen haben, gibt es eben auch Intros hier, die man runterladen kann und frei benutzen kann. Hier gibt es noch ein paar, die man eben, die nicht mit installiert sind, die man dann frei benutzen kann. So, das Ganze geht insbesondere mit den vordefinierten Vorlagen extrem schnell heutzutage. Man muss eigentlich nur sich einmal ein Intro auswählen und ein Outro und dann dazwischen einen Platzhalter machen, muss die Aufnahme machen und schnell ein, zwei Anmerkungen einfügen. Und dann hat man ein sehr professionell aussehendes Video oder Lernvideo oder Tutorial erstellt. Es gibt natürlich noch viel, viel, viel mehr Möglichkeiten. Die Bibliothek haben wir schon gesehen. Wir können in der Bibliothek auch eigene Elemente hinzufügen. Vielleicht zeige ich das noch ganz kurz. Wir nehmen hier einfach so einen Pfeil, machen einen Rechtsklick und sagen in Bibliothek speichern. Dann wählen wir uns eine Bibliothek aus. Der nimmt hier die Standardbibliothek. Ich nenne das einfach blauer Pfeil. Sage OK. Und dann habe ich hier in der Standardbibliothek hoffentlich, oh, das war jetzt nicht so gut anscheinend. Manchmal fängt sich das Programm noch wieder. In dem Fall nicht. Der berühmte Vorführeffekt, oder? Der berühmte Vorführeffekt, genau. Aber Anton, du musst mir recht geben, es ist das erste Mal bei einem Webinar, dass Camtasia abstürzt. Genau, und wir machen das jetzt seit 4 Jahren, glaube ich, oder 3 Jahren. So, nee. Aber ich möchte auch dazu noch was sagen, weil das nämlich gar nicht so schlecht ist. Weil hier sieht man nämlich, das ist die Fehlermeldung, wenn ich Camtasia jetzt erneut starte. Hier steht, ein nicht gespeichertes Projekt wurde unerwartet geschlossen. Und wir können jetzt die letzte automatische Speicherung wieder öffnen. Und wenn wir das machen, also das war ja, dann werden wir sehen, er öffnet sich bestimmt wieder auf dem falschen Bildschirm gleich, aber lalala, Sekunde, es dauert, er muss jetzt praktisch die temporären Daten da zusammensammeln und öffnet dann eine sogenannte Autosave-Datei, das kann man hier, nee, es war zu schnell, zack, und ist im Prinzip noch alles da. Und das ist eben auch ziemlich cool, also selbst wenn es mal abstürzt, sehen Sie, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, die Sachen sind noch drin. Was er jetzt wieder zurückgestellt hat, ist diese Umstellung meiner Audiospur, weil die Optionen merkt er sich erst, wenn das Programm geschlossen und wieder geöffnet wird. Also, aber ansonsten ist mein Projekt noch da. Und damit sind wir auch schon beim letzten Schritt. Also ich wollte eigentlich noch sagen, dass ich eben auch eigene Elemente in der Bibliothek hinzufügen kann. Es gibt vordefinierte Animationen, wie die sogenannten Verhaltenseffekte. Es gibt die Cursor-Effekte, diese Klassiker, Hervorheben der Maus. Es gibt gesprochener Kommentar. Ich kann also auch nachträglich hier in Camtasia noch den Ton einsprechen. Und Audio-Effekte zum Beispiel, das mache ich nämlich immer normalerweise auch noch, dass ich die Rauschreduzierung auf mein Video ziehe, damit einfach die Aufnahme in den Pausen nicht so rauscht. Ich kann visuelle Effekte hinzufügen, Untertitel etc. pp. Als letztes muss ich das Ganze dann weitergeben und quasi in ein Programmformat überführen oder in ein Dateiformat überführen, was auch andere lesen können. Und dazu wähle ich eine von diesen vordefinierten Optionen hier aus. Es gibt welche, wo nur eine MP4-Datei erzeugt wird. Das ist wahrscheinlich das meiste, was passieren wird. Man kann die Sachen aber auch direkt auf screencast.com veröffentlichen. Das ist ein Hosting-Service von TechSmith. Oder auf Vimeo oder auf Google Drive oder eben auch auf YouTube. Das werden sicherlich auch einige machen. Dann muss man da nur seinen Accountnamen hinterlegen. Dann kann man direkt das an die richtige Stelle hochladen in YouTube. Wir nehmen aber mal nur MP4, klicken auf Weiter, wählen einen entsprechenden Ordner aus, hier den Webinar-Ordner. Und das Ding hat jetzt einen etwas komischen Namen, nämlich umbenannt Autosave. Wenn ich das Projekt vorher gespeichert hätte, dann könnte ich das jetzt einfach TSC 747 Word oder so nennen. Und das Ganze wird jetzt in einen eigenen Ordner produziert. Wenn ich auf Fertigstellen klicke, wird das Video jetzt umgewandelt in ein lesbares Datei, nämlich in eine MP4-Datei. Für diejenigen von Ihnen, die noch mit der Testversion arbeiten,
Da wird jetzt bei den Testlizenzen wird ein Wasserzeichen in das Video generiert. Wenn Sie die Version dann gekauft haben und das gleiche Projekt nochmal rendern, so heißt dieser Vorgang hier, dann ist das Wasserzeichen nicht mehr drin. Das ist also nur, solange Sie noch keine Lizenz erworben haben. Aber zum Testen der Software stört das auch nicht, weil der Rest ist sonst voll funktionsfähig. Das war's im kurzen Überblick. Also innerhalb von wenigen Minuten kann man heutzutage, wenn man zwischendurch nicht so viel redet, ein Video erstellen, was auch professionellen Ansprüchen genügt. Und solange das hier noch rendert, würde ich sagen, freue ich mich schon auf die Fragen, Anton. Ja, danke, Axel. Hast du sehr gut gemacht. Hat mich sehr gefreut, wie immer. Und Fragen kamen auch schon viele rein. Ich bin auch schon sehr aktiv mit den ganzen Teilnehmern am Reden. Und zwar würde ich dich kurz bitten, kurz zu zeigen, wie man eine Spur abschließen kann, damit die von der Bearbeitung nicht beeinträchtigt ist. Und vielleicht im gleichen Zug zeigen, wie man Ton- und Audiospur trennen kann. Denn die Frage kam 2-3 Mal im Chat auf. Genau, ist klar. Das ist auch ist mir auch klar, dass diese Frage kommt. Ich möchte nur noch mal kurz das Video starten, so wie es jetzt aussieht oder so wie es jetzt fertig gerendert ist. Also es sind genau die Sachen drin, die ich gemacht habe. Wir gucken uns jetzt natürlich nicht das ganze Video an, aber vielleicht noch mal den ersten Zoom und die erste und jetzt dass den Pfeil wieder reinkommt, damit man einfach sieht, wie das aussieht. Ton, wie gesagt, hören Sie jetzt nicht. Ich rede ja schon die ganze Zeit. Es müsste jetzt gleich, ja, genau, da kommt dann gleich der Zoom entsprechend, wenn das, ja, da ist er, genau. Und dann kommt das Menü und so weiter und so fort. Das ist also drin. Auch Sie sehen auch die geraden Mausbewegungen sind doch auch einfach durch diesen Cursor-Ausgleich sehr gut gemacht. Okay, dann war das. So, jetzt war einmal Video und Audio trennen. Den Vorgang hätte ich machen sollen, bevor ich diesen Zoom eingebaut habe, beziehungsweise bevor ich das gruppiert habe. Doch einfach die Aufnahme noch einmal auf die Timeline runter, dann können die Leute auch sehen, dass man auch mehrere Aufnahmen nebeneinander oder aufeinander legen kann, um die zu arrangieren. Das kam nämlich auch in den Fragen ein bisschen auf. Gute Idee. Wir sehen hier die andere Aufnahme, die ist ein bisschen, wie gesagt, kleiner, weil ich meinen Bildschirm ja kleiner habe. Und jetzt können wir ganz einfach mit einem Rechtsklick Video und Audio trennen. Und da macht das Programm nichts anderes, als dass es hier unten eine Videospur hat und hier oben die Audiospur. Und wenn ich zum Beispiel an dieser Stelle jetzt hier mein Bild verlängern möchte, ja, also ich ziehe das mal ein bisschen größer, damit man es vielleicht auch ein bisschen besser sieht. An der Stelle, und da ist ja gerade Sprache, das heißt, da kann ich das im Prinzip nicht. Erstmal mache ich das, den Punkt zweite Frage, nämlich Spur sperren. Spur sperren ist hier vorne ein kleines Schloss. Da klicke ich drauf und dann kann ich diese Spur hier nicht mehr markieren und nicht mehr auswählen und auch nicht mehr bearbeiten. So, und jetzt möchte ich das Ganze hier, eine bestimmte Zeit einfügen, nämlich zum Beispiel, sagen wir mal einfach 5 Sekunden. Gehe hier auf Frame erweitern. 5. Okay. Und dann wird nur das Video sozusagen verlängert, nicht das Audio. Das bedeutet aber, dass ich hier hinten in dem Teil, hier hinten, nicht mehr synchron bin. Das heißt, ich muss mir entweder vorher oder nachher eine Sprachpause suchen und hier dieses Audio trennen. Dafür gibt es diesen Button hier, teilen, und schiebe dann einfach mein Audio hier hinten an meine Spur. So, und dann habe ich hier, obwohl ich mein Video hier um 5 Sekunden verlängert habe, habe ich hier hinten immer noch, bin ich noch synchron mit dem, wenn ich sage, klicken Sie dort, klicken Sie da. Das wäre die Möglichkeit, die man nur hat, wenn man beides trennt. Ansonsten, wenn ich Bild und Ton zusammen habe, wäre hier gnadenlos an dieser Stelle auch der Ton mit 5 Sekunden Pause getrennt worden. Okay? Super. Danke, Axel. Würdest du mal kurz die Tutorial-Webseite aufrufen? Ja, vielleicht am besten auch direkt übers Produkt. Weil wir haben ein paar Fragen bekommen zu Themen und ich wollte einfach kurz auf die Tutorial-Seite zeigen, wo man schnell und schöne Einführungen zu gerade Platzhaltern und so weiter finden kann. Also genau. Also ganz wichtig hier ist auch die Hilfe. Es gibt eine Online-Hilfe hier. Die kann ich auch mal kurz einfach aufrufen.
die sieht so aus, da kann man dann auch drin suchen und so weiter. Da ist einmal alles entsprechend drin. Und da sind auch gute Sekunde, Axel. Da sind auch, ja, da sieht man es jetzt gerade oben, Punkt 7, Zuschauer beeindrucken. Da gibt es dann die Themen wie interaktive Hotspots, das sind also klickbare Bereiche im Video, wenn man auf einen anderen Bereich verlinken möchte. Untertitel werden dort erklärt, als auch die Möglichkeit, genau, Inhaltsverzeichnisse zu erklären. Also ich will Ihnen, ich weiß, die Frage kam zwei, dreimal gerade eben, dass man sich auch hier mal einfach die Hilfeartikel an reinliest, weil die Grundlagen sehr schön darstellen. Genau, das ist, also hier sind diese Hilfe ist eben auch, ja, das sind auch letztendlich Mini-Tutorial-Anweisungen eben in schriftlicher Form. Die Tutorials, also man kommt entweder von der Webseite, wenn man auf Support geht, auf die Tutorials, muss ich dann hier durchklicken auf Camtasia und kommt dann dahin. Alternativ, Entschuldigung, ist hier das Hilfemenü Video-Tutorials. Dann springt er auch direkt auf die Seite mit den Camtasia-Tutorials. Und hier gibt es halt eben auch neben den Grundlagen-Tutorials gibt es hier unten auch noch jede Menge Tutorials zu anderen Themen. Also wenn Sie ein bisschen fortgeschritten sind, schauen Sie sich die mal alle irgendwie an. Am besten, Sie schauen sich nicht alle, 30, 40 Tutorials hintereinander an, sondern wenn Sie jetzt sagen, ich möchte jetzt den Cursor ausgleichen, dann gehen Sie einfach hier drauf, gucken sich das Video an und machen das dann gleich direkt. Dann bleibt da mehr hängen, als wenn Sie sich die Dinger jetzt hintereinander weg angucken einfach. Okay. Und auf der Seite, auf dieser Tutorial-Seite, gibt es im Abschnitt Camtasia für Teams auch zwei oder drei weitere Videos zum Thema Platzhalter und Vorlagen, wie Sie auch selber Vorlagen erstellen können und wie Sie diese Vorlagen auch an Mitglieder Ihres Teams weitergeben können, damit alle standardmäßig mit den gleichen Vorlagen, aber auch den gleichen Farben und Effekten und so arbeiten können. Ja, um das genau zu zeigen, haben wir jetzt in den letzten 5 Minuten leider nicht mehr die Zeit für, aber da, genau, der Herr Becker zeigt das gerade sehr, sehr schön. Gut, jetzt kamen zwei Fragen zum Thema, kann ich eigentlich externe Audiodateien hinzufügen oder halt auch Musik? Und vielleicht kannst du einfach mal kurz zeigen, wie man nochmal eine Tonspur hinzufügen kann und vielleicht die Audiopunkte nochmal kurz anreißen. Ja, ich lösche das mal kurz weg. Übrigens auch, wenn Sie hier viele leere Spuren haben, die Sie stören, kann man auch mit einem Rechtsklick kann man auch alle Spuren auf einmal löschen, in denen kein Inhalt ist. Ich möchte mal hier unterhalb von meinem Video einfach so eine Hintergrundmusik einbauen. Da gehe ich einfach auf einen freien Bereich der Spur und sage Spur einfügen unten. Dann kriege ich hier eine neue Spur. Und ich kann jetzt über diese Medien, kann ich jetzt hier über Medien importieren, mir Musik, die ich als Datei vorliegen habe, importieren. Ich möchte aber, also bitte auf die Rechte achten unbedingt, ja. Ich möchte aber einfach aus meiner Camtasia-Bibliothek, gibt es hier mitgeliefert Musiktracks und auch hier gibt es dann weitere, die man runterladen kann, kostenlos. Nehme ich einfach mal eine Musik und ziehe die per Drag and Drop hier unten unterhalb meiner Videospur. So, dann gehe ich hier ans Ende von meinem Video und teile die Musik hier und lösche den Bereich hier hinten weg, weil ich brauche ja nur Musik, solange mein Video entsprechend läuft. Und jetzt kann ich einfach dieses Audio bearbeiten. Sie werden das jetzt eben leider nicht hören, deshalb müssen Sie mir glauben. Das Erste, was ich mache, ich möchte, dass in dem Tutorial-Bereich die Musik deutlich leiser ist. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine sehr, sehr einfache Möglichkeit ist, dass ich einfach den Bereich hier auswähle, in dem meine Sprache ist, also in dem ich hier rede, und dann hier in der Mitte einfach an dieser grünen Linie von meiner Audiospur einfach die Spur nach unten ziehe. Und zwar auch ganz deutlich nach unten. Also aus meiner Erfahrung ist irgendwas zwischen 5% und 20% richtig, je nachdem, wie laut Ihre Audiodatei ist. Und das Ganze kann ich jetzt hier mit diesen Audiopunkten auch noch ein bisschen zur Seite ziehen, sodass ich quasi eine Art Ein- und Ausblendung habe. Das heißt, die Musik ist hier am Anfang laut, während das Intro läuft. Dann wird sie leiser, während meine Sprache kommt. Und hinten wird sie wieder lauter und dann kommt die Outro-Musik. Und dann ist die, habe ich natürlich hier hinten, muss ich noch eine Sache machen, weil das ja, das Musikstück hier ja mittendrin aufhört, weil ich es ja in der Mitte durchgeschnitten habe.
Da markiere ich mir hier ungefähr eine Sekunde. Das sieht man in diesem kleinen Tooltip rechts darüber, eine Sekunde, und gehe dann auf die Audioeffekte und ziehe den Punkt Ausblenden einfach hier drauf. Und dann wird zum Schluss, gehen wir ein bisschen dichter ran, wird hier meine, da habe ich das nicht sauber gemacht, aber gut, da wird meine Musik dann hier entsprechend ausgeblendet, sodass es nicht so abrupt aufhört. Das wären so ganz, ganz schnell die Audiomöglichkeiten, die man hat. Super, danke Axel. So, wir haben jetzt offiziell noch 3 Minuten. Deswegen würde ich dich jetzt bitten, noch einmal ganz kurz zum Abschluss zu sagen, wie das eigentlich mit Speichern des Projektes ist im Vergleich zum eigentlichen Exportieren. Denn das hat man noch gar nicht angesprochen, dass man, ja, wie man Projekte speichern sollte. Genau, es gibt zwei Dateien. Gerade bei der Weitergabe von denen vielleicht an andere Leute noch. Ja. Es gibt im Prinzip zwei Hauptdateiformate vom Camtasia. Das eine ist das Aufnahmeformat. Das haben wir schon kennengelernt. Das ist hier einfach unsere Datei mit der Endung T-Rec, Text Mix Recording. Und dann gibt es ein zweites Format, das ist das Projektformat. Und wir haben das Projekt nicht gespeichert, weil es ja netterweise abgestürzt war. Deshalb steht hier wieder hergestellt. Und das geht ganz einfach über Projekt und dann Speichern unter. Das sollte man im Normalfall vielleicht ein bisschen früher machen als wir jetzt, also bevor es abstürzt vielleicht. Und dann geben wir der Sache einfach einen Namen, TSC 747 Word. So, und dieser Name von dem Projekt, dieser Name wird auch später dann als Video verwendet. Also dann hätten wir das Video nicht mehr neu benennen müssen. Na, jetzt hat er das in den Ordner gemacht, muss ich nochmal, Sekunde. Falsche Taste. Moment. Speichern unter. So. So. Und das MP4 löschen wir weg. Und dann haben wir das auch. Speichern. Dann steht hier oben der Dateiname entsprechend drin. Und wie gesagt, Sie brauchen für jedes Video, was Sie erstellen, ein Projekt. Und dieses Projekt enthält nur Verknüpfungen. Das heißt, da steht drin, wo welche Datei liegt. Und da steht drin, wo Sie wann was bearbeitet haben. Das heißt, zur Wiederherstellung und Weiterarbeiten an dem Projekt müssen Sie die Projektdatei wieder öffnen und nicht die Aufnahmedatei. Das ist ganz wichtig. Wenn Sie jetzt mit Kollegen zusammenarbeiten, dann geben Sie dem Kollegen nicht nur diese TSC-Projektdatei und vielleicht noch Ihre Aufnahme oder so, sondern da werden Sie mit Sicherheit irgendwas vergessen. Deshalb gibt es eine sehr schöne Möglichkeit, und zwar unter Datei exportieren. Gibt es den Punkt gezippte Projektdatei, und da geben Sie einfach einen Ordner an, wo das hingezippt wird, und dann gibt es hier, sehen Sie hier unten, gibt es eine ZIP-Datei. Da werden dann, geht sehr schnell, alle Elemente, die Sie verwendet haben, reingespeichert. Und der Kollege, dem schicken Sie dann, je nachdem wie groß die Datei ist, schicken Sie dem die, egal, oder legen dem auf den Server, und dann kann der Kollege den Gegenbefehl ausführen, nämlich importieren gezippte Projektdatei. Ja, also das ist wichtig, dass der Import auch über dieses gezippte Projektdatei importiert wird und nicht diese ZIP-Datei selber entpackt wird und dann irgendwie was geöffnet wird. Dann funktioniert das nicht so gut. Also das hier ist die Möglichkeit. Das ist auch gleichzeitig die Möglichkeit, die ich nutze zum Archivieren von Elementen. Super, danke Axel. So, Blick auf die Uhr. Wir haben jetzt wirklich 11 Uhr, deswegen würde ich es jetzt gerne zu Ende bringen, weil die Teilnehmer bestimmt noch andere Meetings haben oder zumindest jetzt gleich mit Camtasia arbeiten wollen. Würdest du die letzte Folie noch zeigen? Vielen Dank an dich, Axel, für dein tolles Webinar, und vielen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ihre Teilnahme heute. Wow, das war viel Teilnahme in einem Satz. Sie werden jetzt jetzt heute Nachmittag gegen 14 oder 15 Uhr von uns noch eine E-Mail erhalten, in der wir die Aufzeichnung des Webinars haben, also nochmal viele Links zu Mikrofonempfehlungen, einer Vorlage für Skripte, Links zu unseren Tutorials. Also da finden Sie auch viele weitere Hinweise, wie Sie mit unserer Software umgehen können. Und zudem möchte ich Sie noch darauf hinweisen, wenn Sie weitere Fragen, technische Probleme haben, Lizenzfragen oder sonstiges,
Wenden Sie sich bitte an unseren Support und reichen Sie dort eine Anfrage ein. Die Kollegen sind bestens bestückt, um Ihnen da schnell und professionell zu helfen. Und Sie können die Anfragen auch gerne auf Deutsch stellen. Das ist alles in Ordnung. Aber bitte nutzen Sie das, statt uns zu e-mailen, weil dann Ihre Frage viel schneller beantwortet werden kann. Ja, das war's von meiner Seite. Wenn Sie noch eine Minute Zeit haben, würde ich mich über Feedback freuen, dass Sie gleich im Anschluss in einem kurzen, in einer kleinen Umfrage geben können. Und damit gebe ich das allerletzte Wort noch einmal zurück an den Herrn Becker und ich wünsche allen anderen einen schönen Nachmittag. Ja, danke, Anton. Mir bleibt auch nur zu danken für die